125 Kisten. Das ist ein Wort. Aber das kriege ich mal hin. Hat sie eigentlich auch eine Animation, dass es zu kalt ist? Ja, hat sie. Okay. Weil Crash hat das auch. Süß. Okay. Bewegen wir uns, damit ihr doch nicht so kalt wird. Kann sie eigentlich auch? Ja, natürlich kann sie das. Wenn man Coco als kompletten Charakter importiert, dann muss sie natürlich auch den Schlitterangriff ausführen können. Und dann... Ja, sowas kann sie... Wow. Sowas kann sie auch. Yeah. Popo-Klatscher statt Bauchklatscher. Aber das... Ich weiß nicht, was tut mehr weh. Popo oder Bauch? Gute Frage. Nächste Frage. Zack. So, Bums Schakalaka. Den bekommt man, wenn man 5 Gegner so tötet mit dem Po-Klatscher. Eine Goldtrophäe. Einfach so geschenkt, das ist auch nicht schlecht. Oh Gott, uah. Was warst du nochmal für ein Ekliger? Ja, lass mich doch. So. Okay, ich erinnere mich. Yikes. Tschüss. Du kannst mich mal... Okay, hätten wir den roten Innenstein gehabt, hätten wir hier hoch können. Die Frage ist, wir bekommen vermutlich nicht alle Kisten, ne? Oh. Ups. Wir bekommen vermutlich nicht alle Kisten, weil es gibt jetzt hier keinen zweiten Innenstein oder so. Da werden wahrscheinlich einfach ein paar Kisten auf uns warten. Na guck mal, Coco fliegt nach oben, um sie abzuholen. Ah. Kannst du wieder aufhören mit deinen Stacheln da? Danke. Yikes. Okay. Wir gehen einfach mal durch den Level durch und schnappen uns den Kristall. Ich glaube, das ist ganz gut so. Wow. Fast hat es Koko-Müsli gegeben. Müsli? Warum Müsli? Egal. Oh Gott. Damit habe ich gerade überhaupt nicht mehr gerechnet. Wie gesagt, Crash 2 ist das, wo ich am unvertrautesten bin. Also wundert euch nicht, wenn mich irgendwelche Gegner total überraschen oder verwirren. Ihr Crash-Fenster draußen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hingekriegt habe. Fragt mich nicht. Ich habe es nur irgendwie hingekriegt. So, das überspringen wir jetzt einfach mal. Und gehen einfach hier runter. So, ist da unten irgendwas? Nee. Wir müssen natürlich auch noch, fällt mir gerade ein, wir müssen genug Leben sammeln, dass wir die 99 kriegen. Das ist unsere nächste Herausforderung, um wieder eine Trophäe zu bekommen. Da müssen wir ein paar Wurmba-Früchte hier sammeln, anstatt alles wegzukicken. Okay, ein Kristall. Eigentlich hat sie selber gesagt, wir sollen die Kristalle nicht sammeln, aber okay. Das ist ja nur... Ja. Normalerweise kann man sie ja nicht spielen. So. Gehen wir durch den... Was auch immer das ist, wir gehen wieder zurück zum Warp-Raum. Der Warp-Raum. Finde ich auch cool, dass man dem auch einen Namen gegeben hat, beziehungsweise halt, dass der Name immer anders ist. Anstatt, dass man einfach sagt, lädt... Nö, es steht immer da, wo was es lädt. Finde ich gut. Ein Kristall. Cool. Okay, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Hier gibt es 2 Edelsteine. Wie war denn das? Oh, ja. Ja, genau. Huch. Na, wer ruft denn sie denn da an? Sag mal, du weißt aber schon, dass das unhöflich ist, gell? Jetzt machst du auch noch Fotos. Ich finde die Animation voll cool. Alter, was? Ja, What the actual fuck? Okay, gehen wir in den Level. Alter, was zum... Das ist... ja. Oh mein Gott.
Okay. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Denn hier gibt es ein paar Geheimnisse. Also eins weiß ich auf jeden Fall noch. Mal gucken, ob ich es hier finde. Wie viele Kisten gibt es denn? 102. Warum immer so viele Kisten? In Crash 1 und 3 sind Kisten Mangelware in manchen Leveln. Und hier wird es zugemüllt. Okay, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben bei dem Versuch. Ich muss auf diese Plattform da gelangen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Nein, so knapp. Aber es sollte machbar sein. Ich muss einfach ein bisschen... Ja, es ist machbar und wir sind drauf. Perfekt. Haha. So. Ab aufs Jetboard ist eine geheime Trophäe, die wir bekommen haben, weil wir einen geheimen Ausgang gefunden haben, der uns in einen völlig anderen Warp-Raum schickt, den man so nicht erreichen kann. Huch, wo sind wir denn hier? Oh, das sieht ja mal voll cool aus. So. Eine geheime Hochburg. Gefällt mir. Okay. Wir haben hier den Level Air Crash, wo wir gerade eben hergekommen sind. Snow Go, den Level kennen wir. Dann hier noch ein paar andere Portale, die wir erst später öffnen können. Dieser geheime Warp-Raum schickt uns zu entweder komplett neuen Welten. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube nicht, oder? Doch, auch zu komplett neuen Welten. Zwei Stück, um genau zu sein. Und das andere Portal schickt uns zu, genau wie das, zu einer Welt, wo wir schon waren. In diesem Fall zu Snow Go, wo wir den roten Edelstein jetzt abholen können. Finde ich cool, dass es solche Geheimnisse gibt, aber man muss erstmal drauf kommen. Also wie ich drauf gekommen bin, das wollt ihr gar nicht wissen. Ich habe es einfach mal probiert, weil ich Langeweile hatte und plötzlich wurde ich dann hergeworbt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie zum Teufel komme ich an diesen roten Edelstein ran? Und das war ja klar, dass der gerade in dem Moment seine Hörner da ausspreizt. Der guckt auch so grimmig, ne? Ist dem eine Laus über die Leber gelaufen? Danke. Wollte ich doch nur... Mann. Also ihr merkt schon, auch das hier wird jetzt ein etwas... Oh Gott, ein schwierigerer Weg. Ich kann mich halt auch wirklich kaum auf dem Eis bewegen. Nein! Oh! Ein Hoch auf den Sprung. Nein! Und voll in seine Schnauze rein. Okay, wir werden auf jeden Fall viele Leben hier verlieren, das weiß ich jetzt schon. Was soll ich machen? Warte mal, geht das? Nee, das geht nicht. Okay, ich muss mir das einfallen lassen. Oh, Gott sei Dank. So, über den Pinguin drüber. Das gibt's doch nicht. Wie weit kannten die da... Wie weit schlitterten die nach dort drüben? Habe ich schon mal gesagt, dass ich solche Passagen hasse mit Schlittern und allem? Es gibt nochmal sowas ähnliches in Crash 3, aber da komme ich wesentlich besser damit zurecht als hier gerade. Ach, ich hatte Akku. Warum sagt mir das niemand? Den hätte ich woanders gebrauchen können. So. Ja. Okay. Da ist ein Akku. Ich sehe dich, Kumpel. Und nein, diese Pinguine sind nicht Penta-Pinguin. Penta-Pinguin erscheint erst in Crash 3 einmal. Wie komme ich denn da hoch? Hier auch. Alles klar. Ich möchte nach da oben. Das interessiert mich jetzt. Ich bin neugierig. Außerdem möchte ich einfach auch irgendwann mal auf irgendeine Plattform kommen, wo ich nicht die ganze Zeit schlittere. So. Perfekt. Oh, guck mal, was wir hier alles bekommen. Und nochmal Akku. Cool. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden ihn auch auf jeden Fall brauchen. Ja, als ob ich da springe. Ich bin noch nicht bescheuert. Na, warte, aber das Leben, das hole ich mir. Ja. So, weg mit dir.
Ja, oh Gott. Danke, Küste. Danke, dass du existierst. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Nee, doch jetzt. Viermal, fünfmal. Cool. Die Pinguine sind kein Problem, solange da nicht wieder so ein Stachelschwein auf uns wartet. Na, ich komm da nicht hoch. Ich komm da nicht hoch! Ja, so komme ich natürlich hoch. Oh, ich dachte schon, ich krieg den nicht. Okay, der rote Edelstein. Jetzt haben wir ihn. Und sind wieder in dem Level und müssen den ganz kurz beenden. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Vor allem können wir hier ganz gut Akku-Akku farmen. Ist auch nicht schlecht. So. Jetzt wisst ihr, wie wir an den roten Edelstein kommen. Und insgesamt gibt es noch 5 weitere von solchen komischen Warp-Feldern in Leveln. Ob ich alle beim ersten Mal finde, ist fraglich, aber ich werde dann natürlich danach Ausschau halten. Versprochen. So, nochmal kurz. Wenn wir schon ein Leben dafür bekommen, dann nehmen wir die natürlich auch noch mit hier. Ist ja klar. Das ist übrigens ein guter Trick, um schnell zu sein. Auch für die Herausforderung mit den Relikten, dann sehr wertvoll. Kreis und dann Viereck, damit man das Tempo nicht verliert, oder Kreis und Sprung, um das Tempo nicht zu verlieren. Gute Tricks, gute Tipps, nutzt sie, lebt sie. So, der rote Edelstein, perfekt. Oh. Da freut sie sich. Okay, dann gehen wir wieder nach oben, oder? Runter? Ach, kann man jetzt da in den Warpraum rein, oder wie? Ah, das ging davor, glaube ich, nicht. Cool. Können wir hier wieder in den Warpraum reinkommen? Ach nee, Aircrash ist auch noch ein Level. Das ist nicht der, wo wir jetzt gerade eben drin waren. Das ist nochmal ein komplett anderer. Okay. Aber jetzt gehen wir nach oben. Wir wollen ja schließlich weitermachen hier. Wie hieß denn der Level jetzt gerade eben hier? Aircrash? Nee, hä? Keine Ahnung, egal. Oh, da ist er endlich. Oh, oh, ist der süß. Ey, Polar war schon damals süß, aber der ist voll knuffig. Ich will den als Kuscheltier. Also ich möchte ein Kuscheltier von dem. Polar ist voll putzig und die haben ihn noch putziger hingekriegt. Das ist voll unfair. Sollen wir ganz kurz... Komm. Gehen wir kurz rein. Jetzt haben wir ja den roten Edelstein. Dann machen wir jetzt auch kurz den Kistenedelstein. Wenn wir eh schon da sind. Die Kristalle, die können warten. Also, die Welt. Pff. Wer braucht denn die Welt, wenn er Edelsteine bekommt? So. Yeah. Hohoho, da habe ich ziemlich viel kaputt gemacht. Wenn ich das mal so sagen darf. Cool. Ja, Pinguine, lasst mich bitte in Ruhe. Lasst mich bitte in Ruhe. So. Ja, ich werde gucken, dass wir ein bisschen öfters mit Coco hier spielen. Aber wir dürfen natürlich unseren Hauptprotagonisten nicht vernachlässigen. Yeah, unbesiegbar. Nehmt das, ihr hässlichen Monster. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt eher hier nach oben gehen, dass wir unbesiegbar kurz sind. Ach komm, das hat noch als... Oh, wie fies. Das hat noch als Treffer gezählt. Unfair. So, mach mal die Kisten hier kaputt. So, mal gucken, was jetzt passiert. Wenn wir hier alles sprengen. Da kommt doch irgendwas runter. Ne, ich habe eine Ausrufezeichenbox gedrückt. So, warte, ich spring hoch. Oh, hier sind voll viele Kisten. Viel zu viele für meinen Geschmack. Na, oh. Okay, das war dumm. Aber egal. So schwierig war das ja bisher noch nicht. So. Oh, mit diesem Sprung kommt man halt super weit hoch. Das ist echt cool.
So, die lasse ich jetzt einfach mal getrost in Ruhe. Ihr lasst mich bitte auch in... Natürlich lassen sie mich nicht in Ruhe. Das war ja... Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. So. Ihr merkt schon, irgendwie habe ich die Gabe, immer alles falsch zu machen. Jetzt machen wir das ganz einfach. Der muss ja auch irgendwann mal aufhören mit seiner Wutattacke hier. Und in dem Moment greife ich an. Haha. So. Oh. Ja, ich bin schon weg. Ach, guck mal, jetzt sieht man die Kiste auch mal. Die ist nämlich vorhin nicht runtergekommen. Aus welchen Gründen auch immer. So, warte, ich möchte da hoch. So. Das Leben habe ich. Perfekt. Zack. Zack. Da sind doch bestimmt Leben drin, oder? Ja. Zumindest eins. Weg mit dir, Robbe. Ganz viele Wumpa-Früchte, sehr gut. Noch ein Leben. Und so wie so ein wutanfälliges Stachelschwein. Das jetzt tot ist. Haha. Oh Gott. Ah, okay. Ich dachte schon, ich hätte es verkackt. Aber da kommt man ja zum Glück noch hin. So. Daneben. Sag mal, wie lang ist denn der Weg hier? Das ist ja extrem. Oh, was war denn das? Da hinten lassen sie gerade Böller los. Ich habe das Fenster wieder offen. Aber es ist eigentlich mitten in der Nacht. Die Brücke fällt auseinander. Ja. Nein! Oh Gott! Warum will mich alles hier töten? Ich tue doch niemandem was. Alter. Ah, du schon wieder. Komm, hör auf. So, der Nitro-Kistenschalter. Oh, okay, wo kommen wir raus? Bitte kommen wir da raus, wo... Danke. Hier sind wir, glaube ich, gestartet. Ja, hier sind wir gestartet. Ich dachte schon, wir müssen jetzt auch noch den ganzen Weg hier zurücklaufen. Das wäre es ja jetzt gewesen. Ich brauche eine Checkpoint-Kiste, Leute. Nein, ich möchte diese Kiste mitnehmen und ich möchte eine Checkpoint-Kiste, weil wenn ich jetzt sterbe, dann sind die ganzen Kisten wieder weg. Ah, da ist meine Checkpoint-Kiste. Ja. Oh, gesaved, Gott sei Dank. Und ich bin tot. Schon mal vor, wir müssen jetzt nochmal alles von vorne machen. Ich hätte geheult. Können die Dinger eigentlich auch Gegner töten? Ich hätte es eigentlich gerade eben ausprobieren müssen. So, hier waren drei, ne? Zwei? Drei? Ich glaube, das waren alle. Ja, aktuell sieht es gut aus. Wir haben auch noch nicht den Bonuslevel gespielt, also da kommen ja auch wieder ein paar erst. Sag mal, was ist denn hier los? Hier werden die ganze Zeit Böller gezündet. Es ist noch nicht Silvester, Leute. Hört auf damit mitten in der Nacht. Wir wollen Leute schlafen. Ich nicht, aber das tut hier nichts zur Sache. Warum fallen eigentlich immer die Schuhe rum? Ich verstehe es bis heute noch nicht. Also ich meine, wieso die Schuhe? Warum nicht zum Beispiel bei Crash... Der hat Handschuhe an. Warum nicht die Handschuhe oder die Hose? Nein, es sind die Schuhe. Gut, dass es bei Coco der Laptop ist, das hätte ich mir eigentlich denken können. Aber warum bei ihr auch die Schuhe? Es hätte auch zum Beispiel diese süße kleine Haarnadel sein können. Oder ihre... Ich weiß nicht, ob es eine Haarnadel oder eine Blume ist. Eins von beiden halt. So. Zu viele Details, wo wir uns damit rumkämpfen. Na, warte. So. Hey! Also wenn da schon so ein Leben auf uns wartet, dann nehme ich das natürlich auch mit. Also wir werden aufgeschmissen, wenn wir diesen Sprung, diesen Schlittersprung nicht kennen würden. Zum Glück kennt man ihn. So. Okay, noch 5? Ne, noch 15. Ne, 25. Da ist noch eine 1 zwischen der 1 und der 0.
Und die müssten wir eigentlich hier alle finden. Ich habe schon mal geguckt, ob da was ist. Ich vergesse es trotzdem die ganze Zeit. Okay, noch ein Akku, das ist schön. Das sind übrigens dieselben Steine wie damals bei Rolling Stones. Immer diese Pinguine hier. So, wir haben alle Kisten, hervorragend. Das war jetzt aber auch echt eine schwierige Geburt, diesen Edelstein zu bekommen. Aber wir haben ihn uns redlich verdient. Hahaha. Cool. Haben wir das? Okay, wir haben bisher in jedem Level alle Edelsteine. Ja, haben wir. Und natürlich alle Kristalle. Das heißt, wir können gleich mal auf den Pausebildschirm gucken, wie gerade unser Kontostand eigentlich aussieht. Das interessiert mich gerade. So, erstmal abdancen, das ist eine gute Idee. Okay, wie sieht's denn aus? 22%, 9 von 42 und 6 von 25 und schon 2 farbige. Das ist gut. Okay, wechseln wir wieder zu unserem Hauptcharakter. Der Charakter, der diesem Spiel seinen Namen gab. Eine Todesplattform erscheint, wenn du einen perfekten Lauf dorthin machst. Ja, bekommen wir hier auch nochmal einen bunten? Das kann sein. Ne, wir bekommen hier einen ganz normalen. Aber jetzt wissen wir, wie wir den wenigstens bekommen. Durch die Todesplattform. Die Todesplattform ist eine besondere Plattform. Die gibt es ab Crash 2, gibt es auch weiterhin in Crash 3. Und die bekommt man allerdings nur, also die sind genauso da wie diese Fragezeichen-Plattformen, die uns zu Bonusleveln bringen. Allerdings verschwinden diese wieder, wenn man einmal gestorben ist in einem Level, bevor man diese Plattform erreicht hat. Das heißt, ja, wir dürfen auch nicht sterben, aber das ist, glaube ich, machbar. So, hier war diese Plattform, wo wir getreten haben, um in den geheimen Warp-Raum zu kommen. Müssen wir nach der Todesplattform Ausschau halten und natürlich auch gucken, dass wir nicht sterben. Und selbstverständlich nach allen Kisten und nach dem Kristall. Oh. Interessanter Weg. Was mich wirklich immer auch mal... Wir haben es verkackt. Okay. Ich tu mal kurz neu laden. Nee, was mich auch mal interessieren würde, wer platziert eigentlich diese ganzen Kisten in der Welt und warum sind die Kisten mit Edelsteinen verbunden? Das kann niemand erklären. Das ist ein Mysterium, das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Aber egal. Solange es Spaß macht, ist ja alles gut. Was wäre Crash ohne Kisten? Also, ich glaube, dann wäre es halb so spannend, wie wenn es nicht so wäre. Also, ich muss zugeben, Crash ist einfach einer der coolsten Jump'n'Run-Genres, die es gibt.